Der soll echt nicht gewinnen. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute mal wieder eine Runde FIFA Ultimate Team. Und ja, ihr seht schon, es läuft derzeit gar nicht gut für mich. Und ich habe sehr, sehr lange nicht aufgenommen, weil das letzte war, glaube ich, aus Liga 8 oder 7, was ich aufgenommen hatte. Mittlerweile bin ich Liga 5, habe 004 Stats. Ihr seht ja auch meine Gesamtbilanz nicht so gut. 10 Saisons absolviert, war auch schon in Liga 4, bin da aber direkt wieder abgestiegen. Und habe auch ein bisschen was an meinem Team verändert, beziehungsweise an meinen beiden Teams. Die Dings habe ich wieder verkauft, das Serie A-Team und das BB komplett verkauft, weil ich mir dachte, ist ein bisschen wichtiger, dass ich erstmal die Teams gut aufbaue. Also hier sehen wir die Ersatzbank. Also da sind ein paar. Der ist, glaube ich, neu, Lallana. Mirallas dürfte auch neu sein, Carroll. Song, Mertesacker, Stones müsste auch, glaube ich, neu sein. Das war's eigentlich so von meinem Premier League Team, was da neu ist. Hier hat sich aber einiges getan. Ich glaube, hier liegt kein Stein mehr auf dem alten fast. Der Torwart war neu. Ganz klar. Hier, wen haben wir hier? Spahic ist, glaube ich, auch neu. Den beim letzten Mal schon hatte. Hier LM habe ich Kostic. Der ist auch neu. Arnold ist auch neu. Und Raphael ist neu. Ich habe noch Ucha. Lasogga habe ich verkauft. Da hatte gestern oder so. Also wenn ich das aufnehme gestern. Das Video kommt vielleicht in einer Woche oder so. Da hatte da jemand geschrieben. Verkauf doch mal Lasogga. Habe ich schon lange getan. Raphael habe ich im Pack gezogen. Genauso wie Kostic und alle anderen. Ich habe mir keinen einzigen Spieler gekauft, sondern alle gezogen. Die Trikots sind noch die gleichen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das Game auch gewinnen, weil muss mal wieder ein Sieg her. Er hat Aubameyang, er hat Piszczek, er hat Toprak, ist es, glaube ich, IV, der Linke. Sommer im Tor, Rodriguez. Oh, schon kein schlechtes Team. Xhaka ist dabei, Schürrle. Kann schon ein bisschen was. Hermann, alles schnelle Leute. Şanadolu war, glaube ich, auch dabei. Das könnte nochmal für... Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber sich FC... Also augenscheinlich Köln-Fan sein, weil er hat auch das Logo. Und dann ein Leverkusener, beziehungsweise sogar zwei Leverkusener. Da ist gefährlich, Freunde. Ich habe keinen Schalker in meiner Mannschaft. Da bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. Die haben vielleicht gute Spieler. Ich weiß gar nicht, ob die schnell sind oder nicht. Keine Ahnung. Oder wie gut die in FIFA Ultimate Team sind. Aber gehört sich einfach nicht. Jetzt kassiere ich hier fast das 1-0 gegen Tor. Şanadolu, da seht ihr ihn. Hat sich scheinbar an der Hand verletzt. Hat er was an der Hand derzeit? Siehst du nicht mehr, darüber bin ich informiert. Von daher, ja, gut. Gucken wir mal. Komm, jetzt erstmal den Ball erobern, Raphael, Schuss, aber abgeblockt. Schiri, das kann man vielleicht auch mal Freistoß geben oder so, finde ich, oder? Was haltet ihr davon? Na, jetzt ist er durch. Ja, dann rechnet er damit, aber schießt am Tor vorbei. Nusovic hier am Tor vorbei, ne? Also alles noch gut. Noch wohlgemerkt. Ich stehe hinten offen. Scheunentor. Der Gegner stand gerade einmal auch offen wie ein Scheunentor. Bei mir war es schon das zweite Mal. Müssen wir mal gucken, was jetzt passiert. Schigi. Irgendwann muss man dann auch mal vielleicht eine Karte zeigen sogar. Für Pippek hier. Damit der eingedämmt wird, aber noch nicht. Raphael jetzt mit der Flanke. Nee, ich lass schön mit links. Schön reinziehen und dann zack. Zack. Ah, schade. Aber aus der zweiten Reihe Bartels. Bartels! Finn Bartels! Was eine Bude, Freunde. Was eine Bude. Hier fällt er dann auch nochmal um. Hier sehen wir es nochmal. Oh Mann. Ich dachte mir nämlich jetzt um diese Niederlagenserie. Ich habe seit Liga 4 nur noch mal zu stoppen. Nehme ich jetzt mal auf und vielleicht läuft es dann besser. Und zack. Direkt 1-0 durch so ein geiles Tor. Was sagt man dazu, Freunde? Was
sagt man dazu? Ah, der trifft zuerst den Ball, glaube ich. Ist in Ordnung. Was ist der Keep? Sonst hätte ich mich wieder beschwert. Hier gut abgekrätscht. Komm, 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 komm. Gut vorbeigegangen. Ucha, Schiri. Ja, da gibt's Elfmeter. Eieiei. Ärgerlich auch für den Gegner jetzt, ne? Hermann war Hermann auch der, der das voll gemacht hatte. Ja. Ja, da trifft er halt nicht den Ball, sondern nur den Mann. Und dann ist es halt ein Elfer, ne? Gibt man dann halt einfach Darida jetzt hier. Darida. Und Darida ganz trocken, Freunde. Darida ganz trocken. 2-0. Das läuft, der Hase. Das läuft, ey. Das war gar keine so schlechte Idee, jetzt mal die Aufnahme zu starten und die Negativserie einfach mal zu stoppen. Damit wir mal wieder eine Runde gewinnen hier. Irgendwie keine Ahnung, warum ich jetzt besser bin als sonst. Ich glaube, das ist, weil ich sonst immer noch so nebenbei, ja, einfach mal kurz bei Twitter. Was weiß ich. Kurz auf dem Desktop. Und all sowas, das macht halt dann auch ein bisschen, muss man einfach sagen. Und während der Aufnahme mache ich das natürlich nicht jetzt hier. Ja. Oh. Oh, oh. Oh, wie. Und dann will FIFA scheinbar auch, dass ich gewinne. Das muss man dann zu fairerweise dann auch sagen. Alter, was war da los? Alter Schwede. Komm, komm, komm. Nimm den Ball. Keeper. Jawohl. Ah, der geht nicht Richtung Tor. Komm schon. Jawohl. Zack, jawohl. Ucha. Weiterleiten. Ah, zu weit, oder? Nein, den hab ich. Hab ich! Oh, der muss. Der muss doch. Gehen. Pitcheck jetzt mit der Ecke. Kopf! Schon! Nein, ich komm nicht ran. Oh. Hier sehen wir nochmal ganz kurz, irgendwas haben wir da gesehen. Die Torlinientechnologie war das, glaube ich. Die uns da gezeigt werden sollte. Ah, da verliert Arnold den Ball, beziehungsweise kommt nicht ran. Und jetzt der Gegner wieder. Aber der geht zum Einwurf. Piszczek kann er jetzt in Ruhe einwerfen. Natürlich nach vorne, ne? Wenn der so blank steht da. Oh Gott, was mache ich? Komm, 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 Ucha, renn! Rodriguez ist doch langsam. Mitspieler voll. Und jetzt muss Zieler eingreifen, aber macht das auch ohne Probleme. Oh Gott, kann er aber nicht weit genug abwerfen. Oh, der geht aber nicht rein. Alles easy. Immer noch 2-0 hier. Noch ein bisschen weniger als 10 Minuten bis zur Halbzeit. Also 10 Ingame-Minuten natürlich. Es ging auch mal, ich weiß gar nicht, bei FIFA 98 ging das auf jeden Fall, dass man zweimal Echtzeit gespielt hat, also zweimal 45 Minuten. Und ich weiß noch, ich saß dann da mit einem Kollegen vor. Hallenmodus FIFA 98, Freunde. Der gute alte Hallenmodus, wer ihn noch kennt, kann mal gerne in die Kommentare schreiben. Oh, jetzt hält Zieler hier erstmal perfekt. Und wir saßen davor und haben irgendwie die ganze Zeit wie verrückt Tore geschossen, gegeneinander natürlich. Der soll echt nicht gewinnen. Gegeneinander natürlich. Oh, jetzt ist er drin. Schade. Aber natürlich gegeneinander gespielt. Jetzt sage ich schon zum dritten oder vierten Mal. Und ja, das Ende vom Lied war, wir haben, glaube ich, 4 Stunden oder so für. Weil wir einfach so viele Tore geschossen haben, die dann auch immer angeguckt haben und was weiß ich. Dass das einfach so lange gedauert hat. Ja, dass wir einfach total groggy am Ende waren von dieser FIFA-Partie. Aber sowas vergisst man auch nicht, ne? Ich weiß noch genau, wir saßen auf dem Dachboden von den Eltern an deren Fernseher, das war quasi das Schlafzimmer der Eltern, an deren Fernseher, hatten da die PlayStation angeschlossen. Das war gar nicht 98 oder so, das war glaube ich 2.3 oder 2.4. Aber da hatten wir noch diese PlayStation rumstehen bei ihm, mit FIFA 98 und dann nutzt man das natürlich. Und ja, dann haben wir wieder Gas gegeben auf dem Dachboden und
den ganzen Abend gezockt, bis irgendwann die Eltern schlafen wollten. Dann sind wir runtergegangen in sein Zimmer. Eieiei, das war aber cool. Jetzt erstmal hier Ucha. Komm, geht vor. Sag noch was. Ucha? Ucha! Anthony Ucha! Mit dem 1:3 aus der Sicht der Gegner. Und was ein schöner Lupfer. Wusste ich gar nicht, dass die das mittlerweile so schön können. FIFA, im alten FIFA. Dann hat er immer diesen einfach rüber so. Und nicht so wirklich noch nach vorne mit auch bisschen Kraft hinter. Aber jetzt hat er nochmal Gas gegeben hier. Und ja, dann der Halbzeitstand 1:3 aus Sicht vom FC Force. Und natürlich für mich sehr gut. Gar keine Frage. Ah, da komme ich nicht rum. Komm, komm, komm. Irgendwie rankommen. Ah, da klärt er den Ball. Gucken wir mal. Da klär ich den Ball. Ah, da kommt er nicht durch. Schade. Das wäre nice gewesen. Aber dann ist Arnold dazwischen. Top. Ah, dann passt er nicht in den Lauf direkt, sondern so ein bisschen Rückhand. Aber das war wichtig, die Grätsche, auch wenn die vorbeiging. Jetzt hier wieder Ucha. Ah, dann wird er abgedrängt. Kann jetzt nochmal durchstecken. Ah, dann kommt der Ball leider nicht ins Tor, weil Piszczek noch klären kann. Vor Kostic war es, glaube ich, auf meiner Seite hier. Hier sehen wir es nochmal. Piszczek hat den Fuß dazwischen, beziehungsweise das Bein. Jetzt mein mit der Ecke. Oh, da bin ich komplett lang. Schade. Ah, da gibt's. Was gibt's jetzt? Freistoß? Direkt am 16er, aber, oder? Ja. 19 Meter. Ja, ah, der geht in die Mauer. Schade. Aber Nachschusschance! Zweite Reihe. Piszczek war es, glaube ich. Ja, Piszczek war es. Aber naja, nichts geworden. Schade, schade, Schokolade. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was für Spieler ich mir holen soll. Ich habe keine Ahnung. Und ob ich die wirklich aus den Packs ziehen soll oder ob ich halt so, ja, mir die einfach kaufen soll, wenn ich die Coins habe, also Coins quasi sparen soll für die, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, ich werde mir keine Schalker kaufen. Das müsst ihr mir nachsehen. Oh, Ucha jetzt hier wieder durch. Ucha! Oh, der geht vorbei. Ich weiß gar nicht, was für ein Fuß Ucha ist, also welcher Fuß der bessere ist. Bei Ucha, keine Ahnung. Abseits, oder? Zieler klärt dann hier den Ball und dann gibt es den Abseitspfiff auch noch. Weil es ja auch Abseits war. Jetzt rennen sie alle weg. So, jetzt hier gut durchgespielt. Ah, wohin geht der? Oh, starker Seitenwechsel. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Oh, Ucha macht ihn nicht. Oh Mann, was ist denn da los, Freunde? Jetzt hier Schürrle. Auf Top. Ömer Toprak jetzt nur nach vorne. Er hat auf sehr. Auf Dings. Totaler Angriff hat er gestellt. Und Aubameyang hat dann an Zieler seinen Meister gefunden. Erstmal zumindest. Und dann kann Zieler den Ball auch erstmal klären. Und dann ist das Spiel. Okay. Gucken wir mal, ob wir das Ding auch gewonnen haben jetzt. Also ob er gelieft ist. Ja, wir haben gewonnen. Okay. Wenn wir gewonnen haben, dann ist ja alles in Ordnung. Sonst hasse ich das immer, wenn er dann lieft. Und manchmal ist es dann so, dass es unentschieden ist oder so. Keine Ahnung warum. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen. Haut rein. Ciao!